So, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ich möchte ein bisschen einen Kontext schaffen für die Arbeit mit dem Chlordioxid. Am Anfang möchte ich vielleicht auch sagen, ich bin praktischer Arzt. Ich habe eine normale Arztpraxis, aber ich habe 8 Ärzte, die mit mir arbeiten oder unter meiner Anweisung arbeiten. Und da sammeln wir kollektiv natürlich sehr viel Erfahrung. Und ungefähr ein Drittel meiner Arbeit ist die Behandlung mit autistischen Kindern. Dadurch habe ich Kerry Rivera kennengelernt und auch die Verbindung zu dieser Gruppe hergestellt. Und 2 Drittel meiner Arbeit sind Erwachsene mit neurologischen Problemen. Also so wie wir alle Leute, die, wo das Gedächtnis nicht mehr richtig funktioniert oder dann bis zu den schwereren Krankheitsbildern ALS, MS, Parkinson und diese ganzen Geschichten, die ja heute dramatisch zunehmen. Und wollte erstmal im ersten Teil von meinem Vortrag ein bisschen die Hintergründe beleuchten und dann ein paar einfache zusätzliche Therapiemaßnahmen, die sich bei uns als ungeheuer erfolgreich bewiesen haben. Und wir verwenden also CD. Ich kenne das Chlordioxid seit dem ersten Buch von Jim Humble. Jim ist ein großer Held von mir. Wir kennen uns nicht persönlich. Aber ich habe also schon viele therapeutische Jahre, sagen wir mal so, in der Benutzung von Chlordioxid. Wobei ich sagen muss, dass in den letzten Jahren wir immer mehr die Methode, die rektale Methode anwenden, immer mehr das CD über Einläufe benutzen und da noch sehr, sehr viel mehr sehen an Heilerfolgen. Und da ist halt so eine gewisse Reizschwelle, die man überschreiten muss, um die rektale Anwendung zu perfektionieren. Aber ich möchte Sie gleich am Anfang darauf hinweisen, dass mit Sicherheit in der Zukunft sich das auch zeigen wird, dass der rektale Weg nicht zu umgehen ist bei der Behandlung der modernen Erkrankungen und dann ungeheuer viel Spaß macht. Oder wenn nach 3-4 Wochen Behandlung oder nach 20 Jahren das Kurzzeitgedächtnis plötzlich wieder funktioniert, das ist einfach toll, oder wenn man das sieht. Und mit der oralen Behandlung haben wir das nicht gesehen, da geht es sehr viel länger. Gut, jetzt einfach mal ein paar Bilder, ich muss mal gucken, ob ich hier zurechtkomme. Hier mal zu sehen, das ist vom Jahr 1974 bis 1994 der Trend der Zunahme von Kindern, die mit Autismus diagnostiziert werden. Nur mal zu sehen, wo wir leben im Moment. Hier ist eine Studie aus Schottland, die gleiche Zunahme zeigt. Man sieht am Anfang, dieser kleine blaue Bereich, die Zahl der autistischen Kinder in Schottland und dann bis zum Jahr 2002 diese exponentielle Zunahme. Ganz kurz, Autismus, oder ich bin nun einer der bekannteren Leute, was Autismus angeht. Autismus ist eine intrauterin erworbene Infektion oder Infestation, so nennt man das, wenn es Parasiten sind, die zu epigenetischen Veränderungen führt, die den Autismus bedingen. Ja, und alles andere ist sekundär, dann die Impfungen, das Geburtstrauma, die Lebensmittelallergien, die Schwermetallvergiftung. Ich möchte es nur mal am Anfang gesagt haben. Hier ist nochmal der Trend in einer anderen Studie. Ja, die sehen alle ähnlich aus, die Kurven, die es gibt. Hier ist eine spannende Kurve, da sieht man diese quadratischen Boxen, ist die Menge an Quecksilber, die den Kindern injiziert wurde über die Impfungen. Und mit der Zunahme von 1990 ist die erste Box bis 1998. Und man sieht, dass die Kurve der als autistisch diagnostizierten Kindern direkt parallel damit läuft. Und ich und 5 andere Ärzte in den USA haben es dann geschafft, 1999, dass die Academy of Pediatrics die Empfehlung ausgesprochen hat, dass Quecksilber aus den Impfstoffen entfernt wird. Und nur durch die Verringerung der Quecksilbermenge sieht man dann einen Verflachen
der Kurve, die allerdings nur kurz angehalten hat, die Verflachung, dadurch, dass die anderen Faktoren beim Autismus, auf die ich gleich eingehe, der Elektrosmog und die Aluminiumzusätze bei den Impfstoffen, katastrophale andere Nebenwirkungen haben, die sich auch wieder auswirken, dass sie den Fötus, das Nervensystem vom Fötus zerstören. Gut, spannende Kurve hier von 1914 bis 1997. Das ist der Gehalt an Spurenelementen im Gemüse. Oder? Das ist doch spannend. Oder wenn man diese anderen Kurven sieht und diese Kurve sieht, und therapeutisch ergibt sich daraus einfach, dass egal, ob wir Bio essen oder bei McDonald's, sind wir alle an Mineralien verarmt. Und das wichtigste Vitamin, das wir einnehmen können jeden Tag, ist nicht das Vitamin, sondern sind die Mineralien. Ja, und wir brauchen gute Quellen von Mineralien, die es leider auch in der orthomolekularen Medizin heute immer noch nicht gibt. Es gibt einigermaßen gute, aber noch keine wirklich guten Produkte. Wir machen das mit Knochenbrühe, ja, von Bio-Knochen, von allen möglichen Tieren, die werden abgekocht über längere Zeit. Und dann die Knochenbrühe enthält organisch gebundene Mineralien. Und es ist bei weitem, ist heute bewiesen, die beste Quelle von Mineralien, die am verwertbarsten sind. Gut, ich muss mich jetzt so ein bisschen drehen immer. Ein paar Sachen will ich ein bisschen überspringen, aber hier haben wir eine spannende Statistik. 1 von 4 Kindern in Deutschland ist bei Schuleintritt bereits neurologisch auffällig. Ja, durch das Verhalten, durch die Legasthenie, die Hyperaktivität. Und 3 von 4 Kindern haben medizinische Probleme. Und das ist allerdings die ältere Altersgruppe so. Wenn die so um die 10 sind, ist noch ein Kind, was medizinisch völlig gesund ist. In den USA ist es schlimmer, schätzt man, dass 1 von 10 Kindern noch neurologisch und medizinisch völlig normal ist. Wurde uns veröffentlicht, das wird also von der Ärztekammer wurde uns das offiziell zugeschickt, die Information. Deutschland hinkt ungefähr 8 Jahre hinterher, was die ganze Toxizität und Belastung angeht von uns. Gut, und ganz kurz, die Hauptprobleme, die zumindest in alternativen Arztpraxen in Deutschland an erster Stelle stehen, ist erstmal der Verlust an Lebensfreude, egal ob man das nun Stress nennt oder Depression. Ja, aber der Verlust an Lebensfreude steht an erster Stelle, an zweiter Stelle schon der Verlust an Kurzzeitgedächtnisverlust, an Kreativität, sexueller Potenz und Verlust an Schlafqualität und eine massive Zunahme von neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, wobei dieser letzte Teil, die Zunahme der neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, die einzige Kurve, die direkt parallel geht mit dem Anstieg der neurologischen Erkrankungen, ist die Mikrowellenbelastung durch den Handysendefunk und durch die WLAN-Anlagen zu Hause. Und ich zeige ein bisschen von Literatur, was es heute gibt. Gut, warum sind wir krank? Jetzt, ich habe den schwierigsten Teil, der am schwierigsten zu verstehen ist, an den Anfang gesetzt. Das ist die Epigenetik. Ganz kurz, was versteht man unter Epigenetik? Die Epigenetik sind alle Mechanismen, die wir haben, die regulieren unser Erbgut, unsere DNA. Ja, zu jedem Zeitpunkt ist ungefähr nur 2 oder 3 von 10.000 Genen angeschaltet und der Rest muss abgeschaltet sein. Ja, einfaches Beispiel, das Wachstum für unsere Nase, oder, muss an irgendeiner Stelle aufhören. Bei einigen von Ihnen hat die Epigenetik da ein bisschen versagt, bei anderen zu früh abgeschaltet, bei anderen zu spät. Ja, aber Epigenetik ist auch ein Timer, ja, dass wir die Gene, die wir brauchen, zum Beispiel, um Testosteron zu erzeugen, ja, die sind beim Mann morgens sehr aktiv, bei der Frau nachts. Daran sieht man, dass der liebe Gott ein Spaßvogel ist, oder? Er hat von vornherein Trouble erzeugt, den wir uns nicht entziehen können. Er möchte gern morgens. Sie sagt, komm Schätzchen, dreh dich nochmal um, oder? Und sie möchte gern abends, und dann sagt, ich bin hundemüde, oder? Das ist die Epigenetik, die das entscheidet, ja, wann was wo ist. Und
was heute bekannt ist, und ich zeige dann gleich die Studien dazu, dass wenn ein Trauma in der Familie ist, also zum Beispiel eure Väter, die im Krieg waren und schwerst traumatisiert wurden, dass da epigenetische Schäden entstehen. Das heißt, dass die DNA nicht mehr korrekt abgelesen und aktiviert und inaktiviert werden kann. Und dieser Schaden wird außerhalb der DNA weitergegeben an die Kinder und an die Enkelkinder und an die Kinder der Enkelkinder. Soweit hat man es heute verfolgt. Das heißt, der Schaden, der durch Krieg entsteht, durch schwere Traumata, löscht sich nicht aus über Zeit, sondern es werden immer mehr betroffen. Ja? Ein Vater hat vielleicht einen Sohn, der Sohn hat dann zwei Kinder haben dann 6 oder 8 Kinder und 3, 4 Generationen später sind 20 Leute betroffen, wo am Anfang eine Einzelperson war, die ein Trauma durchgemacht hat. Den Teil möchte ich gerne ein bisschen zeigen, ein bisschen Literatur. Also einmal an der Uni in Zürich, da wurden einfach Rattenbabys ein bisschen gestresst und dann zeigte sich, dass diese Ratten dann später im Leben depressiv waren und Angsterkrankungen hatten, Phobien entwickelt haben. Und dann wurden diese Ratten dann mit viel Liebe weiter behandelt. Also sie wurden nur einmal kurz gestresst im Babyalter, entwickelten dann die Depression, die Angst. Und dann wurden sie mit viel Liebe behandelt. Dann wurden diese Ratten erwachsen und wurden schwanger und haben Kinder gehabt. Die Kinder hatten die gleiche Depression und Angst. Und die Kinder dieser Ratten hatten die gleichen Depressionen, die gleiche Angst. Das heißt, trotz der liebevollen Behandlung hat sich das nicht ausgelöscht. Und bei euch ist es so, viele von euch sind Mütter oder Väter, die eure Kinder liebevoll behandelt haben, weil ihr wolltet, dass es denen besser geht als euch. Und ihr versteht nicht, warum es euren Kindern nicht gut geht, ja, und warum die missraten sind. Und ihr habt keine Chance gehabt, ja. Gegen die Epigenetik ist wenig Kraut gewachsen. Dann hier eine Studie aus den USA, die deutlich zeigt, dass das Problem, wenn wir als Babys oder als Kleinkinder schlecht behandelt werden von unseren Müttern, dann führt es dazu, dass im Gehirn, dass der Hippocampus, also das Zentrum von unserem limbischen System, dass da die DNA-Anteile nicht mehr richtig methyliert werden. Ja, das ist das Kernstück von der epigenetischen Störung. Und das Schlimme war, dass gezeigt wurde, dass eine einzige traumatische Erfahrung im Babyalter ausgereicht hat, um lebenslang diesen Rezeptor im limbischen System kaputt zu machen. Das heißt, dass diese Ratte kann nie wieder glücklich sein, kann nie wieder lachen, die bleibt in der Depression, in ihrer Angst stecken. Hier unten eine Studie aus Holland, die zeigt, dass in der Zeit als Folge unserer deutschen Invasion Hunger in Holland war, dass die Mütter, die gehungert hatten und Angst ums Überleben hatten, dass die Kinder dieser Mütter eine sehr viel dramatische Erhöhung an schizophrenen Erkrankungen hatten, aber leider auch die Kinder dieser Kinder und die Kinder der Kinder der Kinder. Das heißt, ein Trauma hat Konsequenzen für viele, viele Generationen. Ob sich das, wie in der Bibel steht, nach 7 Generationen auslöscht, weiß man noch nicht, weil die Studien laufen und können noch nicht so lange laufen. Es geht noch ungefähr 120 Jahre, bis wir zur 7. Generation kommen. Gut, hier, ich gehe jetzt nicht darauf ein, wo der Methylzyklus ist, aber hier oben links ist so eine Ecke, die ist die DNA und hier ist der Methylprozess. Ja, wenn wir zum Beispiel Viren haben, Herpesviren hier an der Lippe, dann sitzen die ja im Nervensystem, im Gehirn und wenn die methyliert sind, ist der Herpes still und wenn die entmethyliert werden, wenn das nicht richtig funktioniert, dann kommt der Herpes wieder und wir wissen, dass der Herpes, der aktive Herpes, die Hälfte ist der Alzheimer-Erkrankung, sind die aktiven Herpesviren im Gehirn. Wenn man die richtig methylieren kann, gibt es keinen Alzheimer. Ja? Und dieser Methylprozess wird gestört durch Traumata, nicht in eurem Leben, sondern im Leben eurer Eltern, der Großeltern und der Urgroßeltern.
Und natürlich, wenn wir über die, die Anwendung von CD sprechen, sprechen wir indirekt immer über die Infektionen. Und wir gehen gleich darauf ein, dass natürlich die Traumata in der Vergangenheit führen dazu, dass wir mit Infektionen nicht richtig umgehen können. Ja, und brauchen dann die Hilfe mit Mitteln von außen. Gut, jetzt hier an der Uni in Tel Aviv zeigte, dass auch chemische Toxine, der die Mutter ausgesetzt ist, während sie schwanger war mit euch, ja, also wenn der Vater hat den Garten gespritzt mit Insektenschutzmittel oder und die Mutter hat es eingeatmet, dann führt es dazu, dass ihr verringerte Fruchtbarkeit habt, Schwierigkeiten habt, Kinder zu kriegen. Und wenn ihr diese Schwierigkeiten habt, bleiben die nicht bei euch hängen, sondern wenn ihr es dann doch schafft, mit viel Mühe, IVF und so, doch ein Kind zu kriegen, dass dieses Kind dann, obwohl es nicht mehr ausgesetzt ist den gleichen Insektiziden, trotzdem die gleichen Schwierigkeiten hat, ein Kind zu bekommen und diese Schwierigkeit weitergegeben wird. Hier unten ein sehr schöner Artikel: Emotional stress in the womb leads to epigenetic changes and psychiatric illnesses in adulthood. Ja, also das schreibt, der Artikel zeigt, dass pränataler Stress, also Stress vor der Geburt, der Ursprung ist jeder Psychopathologie. Das heißt, wenn ihr Kinder habt oder Enkelkinder habt, die depressiv sind oder die sich schneiden oder die schizophren sind oder Psychosen haben oder bipolare Erkrankungen, dass der Ursprung entweder im Mutterleib der Mutter war oder ein, zwei, drei Generationen zurücklag. Gut, hier unten nochmal ein Artikel, der darauf hinweist, dass der Ursprung vom Asthma auch dieser pränatale epigenetische Einfluss ist. Das heißt, entweder, also auf jeden Fall vor der Geburt liegt, entweder im Mutterleib der Mutter liegt, des asthmatischen Kindes, oder mehrere Generationen zurückliegt. Gut, ich bin gleich fertig mit diesem Teil, der ist ein bisschen anstrengend, aber es muss einfach mal ausgesprochen werden, weil Patienten denken immer, was mache ich falsch in meinem Leben, damit ich jetzt krank bin, oder ich bin 40 Jahre alt und habe chronische Müdigkeit. Und es reicht nicht, euer eigenes Leben anzuschauen. Ihr müsst das Leben der Mutter, des Vaters und der Großeltern und der Urgroßeltern anschauen, weil dort höchstwahrscheinlich der Ursprung liegt, der Erkrankung, die jetzt auftritt in einem bestimmten Lebensalter. Ja? Es ist selten die Schuld des Patienten. Dazu gehört auch das Übergewicht und der Diabetes und die ganzen Autoimmunerkrankungen. Hier ein paar tolle Studien, oder? Wenn die Mutter im Mutterleib eine Infektion hat, was sehr, sehr häufig ist, zum Beispiel eine Grippe durchmacht, während sie schwanger ist mit euch, führt es zu permanenten neurodevelopmental changes. Das heißt, die ganze Entwicklung des Nervensystems wird permanent gestört. Ja? Und der Parkinson, den ihr kriegt, wenn ihr 60 Jahre alt seid, ist höchstwahrscheinlich nicht nur verursacht durch die Insektizide und Organophosphate, denen ihr ausgesetzt wart im Leben, sondern durch was im Mutterleib schon passiert ist. Der nächste Artikel: Stress im Mutterleib verändert die ganzen angiologischen Parameter und ist der Grund für Herzinfarkt, Schlaganfall und, toll hier in dem Artikel, chronische Infektionen im Erwachsenenalter. Ja, wir wissen bei der Borreliose, ja, dass ein großer Teil der Patienten, die infiziert sind mit Borrelien, haben überhaupt keine Symptome. Und ein kleinerer Teil, weniger als die Hälfte, sind bettlägerig und schwer krank. Und der Unterschied ist, was im Mutterleib passiert ist. Ja, und wir brauchen Therapieformen, die dahin zurückgehen können. Ich möchte ein bisschen Werbung machen für meine eigene Gruppe. Oder ich habe eine Technik entwickelt, Psychokinesiologie, mit der wir mühelos zurückgehen können in diese Zeit, in den Mutterleib. Das ist so eine Technik, die verbindet Aspekte der Hypnotherapie mit der Kinesiologie und mit einer ganz normalen Gesprächstherapie, wo wir Dinge aufdecken können, die in der Vergangenheit lagen. Und wenn wir das da korrigieren, in der Vergangenheit, wo es hingehört, verändern sich die Erkrankungen, die jetzt vor uns liegen. Gut, ganz kurz nochmal hier, pränatale Infektionen. Das sind fast alle von uns. Es gibt kaum eine Schwangerschaft, die abläuft, ohne dass nicht die Mutter irgendeine Infektion hat. Eine Mandelentzündung, eine Virusinfektion,
Lungenentzündung, Bronchitis, Sinusitis, Zahninfektionen oder eben bis hin zur Borreliose. Borreliose, wenn die Mutter eine Borreliose hat, wird das Kind höchstwahrscheinlich autistisch. Den Zusammenhang wissen wir heute sehr, sehr deutlich. Und hier unten Nummer 7 ist der in Uterus, also die Insulinresistenz. Ja, viele von euch jetzt von den modernen Ärzten also wissen, was eine Insulinresistenz ist, so dieser Typ 2 Diabetes, verursacht durch Traumata im Mutterleib. Ja, dieser ganze Quatsch, der da veröffentlicht wird über Diät und nicht genug Sport und so. Wir haben genauso viele Leute mit einer Insulinresistenz, die Sport treiben, die tolle Diät essen, wie Leute, die dick sind und den ganzen Tag am Fernseher sitzen. Ja, es ist einfach eine Fehlorientierung in unserer Medizin, die keine Technik hat, die zurückgehen kann zeitlich. Ja, dazu brauchen wir andere Methoden. Und dann unten noch erwähnt, Fetal Origins of Heart Disease, der fetale Ursprung der Herzerkrankungen von David Barker. David Barker ist eigentlich der Held von diesem Ganzen, der die sogenannte Barker-Hypothese erstellt hat, dass alle Erkrankungen im Erwachsenenalter ihren Ursprung im Uterus haben. Das ist die sogenannte Barker-Hypothese. Gut, ich wollte das mal an Anfang stellen. Das sind wichtige Dinge, warum geben wir Leuten MMS und versuchen mit Infektionen umzugehen oder wie ging es denn vor 100 Jahren, waren die Leute da auch alle chronisch krank? Nein, waren sie nicht und wir müssen suchen nach Dingen, nach Gründen, warum sind Leute heute chronisch krank? Ja, und wir wissen, dass die 2 Weltkriege, die hat es früher nicht gegeben, Kriege in diesem Ausmaß und diese Unmenge an nicht therapierten, posttraumatisch geschädigten Vätern und Müttern, die wir alle hinter uns haben, hat es in der ganzen Geschichte nicht gegeben. Und es kann ein großer Mitgrund sein für den enormen Zuwachs an chronischen Erkrankungen, den wir heute haben. Gut, warum sind wir krank? Nummer 2, Elektrosmog, ganz kurz hier zusammengefasst. Der Schaden an Zellwänden, Mitochondrien, ich entschuldige mich über die Schreibfehler, und DNA ist kumulativ von allen Quellen. WLAN, Schnurlostelefon, Sendemasten, Radio- und Fernsehsender, der Polizeifunk, das sogenannte Tetra-Netzwerk, die Smart Meters und die elektrischen und magnetischen Felder von Strom im Haushalt. Das sind so die Hauptgründe. Die Masten kennt ihr alle. Hier mal eine Kurve, die zeigt das Ausmaß an Strahlendichte, der wir ausgesetzt sind vom Jahr 2000 bis 2011. Ja, ihr seht, dass diese Kurve durchaus die anderen Kurven, die ich vorher gezeigt habe, mit den neurologischen Erkrankungen erklären könnte. Ja, das ist eine Kurve, die parallel geht mit dem Anstieg vom Autismus und vom Parkinson und von chronischer Müdigkeit. Mikrowelle, der Teufel im Kirchturm nenne ich das. Ja, dass viele Kirchen haben ihren ist Kruzifix oben am Turm vermietet an den Handy-Sendemastenbetreiber. Also fast alle Kirchen in Deutschland haben inzwischen so Sendemasten im Turm, weil es eben der ideale Platz ist und von der Ästhetik halt einfach schöner ist, als wenn man so einen separaten Masten aufbaut. Hier ein ganz tolles Experiment, da war ich an einer Peripherie beteiligt. Das war ein Schulexperiment, Kinder hatten eine Klassenarbeit in Kanada und sollten sich mal beschäftigen mit den Mikrowellen und da wurde einfach eine WLAN-Anlage ins Klassenzimmer gestellt und eine Kultur von Sprossen neben die WLAN-Anlage gestellt und eine ein bisschen weiter weg und dann nach 3 Wochen wurde geguckt, was draus geworden ist und diese Keime hier, die nicht aufgegangen sind, waren die direkt neben der WLAN-Anlage. Und das waren die Keime, die weiter entfernt waren. Für mich ist das die beste Studie, die es bis jetzt zu dem Thema gibt. Ja, das ist für mich deutlicher und überzeugender als alle anderen Zahlen oder Angaben oder sonst was wir sonst haben. Gut, die WHO hat inzwischen die ganzen Radiofrequenzen, also den ganzen Handy-Sendebetrieb, klassifiziert als möglicherweise karzinogen für Menschen. Und
Ja, das war ein großer Durchbruch für uns, die den Kampf damit geführt haben im Hintergrund. Hier sieht man mal den Anstieg von Tumoren im Frontalhirnbereich, also dicht an dem, wo man auf der Seite, wo das Handy gehalten wird. Das gilt jetzt nur, also die Studie ist jetzt für Benutzer von Handy. Alles, was ich vorher gezeigt habe, gilt für uns alle, weil wir alle die Strahlen abkriegen, auch wenn wir das Handy nicht benutzen. Jetzt hier mal eine Studie, die zeigt, wenn ich das Handy benutze, gehen sehr wohl die statistisch gesehen die Krebsraten hoch von den Hirnteilen, die am dichtesten dran sind. Hier ist jetzt mal die beste Studie, die es bis jetzt gibt, über den Handysendefunk von Adamantia Fragopoulou, einer griechischen Forscherin. Die hat eine sogenannte Proteom-Matrix benutzt. Das heißt, sie hat nach 200 Proteinen geschaut, die in unseren Zellen sind. Ja, also die ganzen Rezeptoren an der Zellwand sind Proteine, Enzyme in der Zelle, die zum Beispiel Cholesterin zum Östrogen verwandeln. Das sind Enzyme, die ganzen Transportmoleküle in der Zelle sind Proteine. Und sie hat also 200 von diesen Proteinen untersucht und gezeigt, wenn ich zu Hause eine WLAN-Anlage habe, werden von diesen 200 Proteinen 143 permanent zerstört. Das ist doch mal eine Zahl, oder? Und dann hat sie geguckt, ja, wie sieht es denn aus mit dem Schnurlostelefon, weil das Schnurlostelefon arbeitet auch über Mikrowellen und hat da den gleichen Schaden gefunden. Ja? Deshalb mal eine einfache Anordnung, WLAN-Anlagen ist Selbstmord, Schnurlostelefone in der Küche, Selbstmord. Ja? Die senden 24 Stunden am Tag diese Frequenzen, die unsere Enzyme zerstören in der Zelle und das ist unser Leben. Ja? Das ist also wissenschaftlich inzwischen ist, dass man wieder zurückgeht zum angebundenen Telefon und dass man wieder zurückgeht zu den Computer wieder anschließt ans Netz über Broadband. Das ist eh besser, zuverlässiger die Verbindung, ja, und das aufgibt, dass man mit dem Computer zu Hause rumgehen kann, aber für den Preis, dass man sein Gehirn zerbrät und zwar permanent zerbrät. Ja, die Studien sind ja verfügbar. Das Resultat davon ist unten diskutiert, was alles passiert. Also einmal eine Apoptose von normalen Gehirnzellen, die werden einfach eingeschweißt. Schlafstörungen, Müdigkeit, Gedächtnisverlust, Hirntumoren. Und dann auf der zweiten Seite, die ich nicht zeige, ist die ganze Lernfähigkeit. Wir werden praktisch unfähig, Neues zu lernen, wenn wir eine WLAN-Anlage haben zu Hause und wenn wir ein Schnurlostelefon haben. Es reicht aus, um uns permanent lernunfähig zu machen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man Kinder großzieht und hat das im Haus. Oder? Studien sind aus seit 2 Jahren, seit 3 Jahren, nichts ist passiert, aber ihr sollt es wissen. Oder? Hier mal eine ältere Studie, 2008, dass die WLAN-Anlage im Haus macht Verhaltensstörungen bei den Kindern, die in dem Haus aufwachsen. Hier von Ole Johansen, einer der berühmtesten Forscher aus Schweden, dass das Immunsystem sehr gestört wird und dass es allergische und entzündliche Prozesse auslöst im Körper. Oder? Und die Ärzte unter euch wissen, oder das Hauptproblem der Menschheit im Moment ist Entzündung. Und dass man sich was in die Küche stellt, wo man weiß, dass es die Entzündungsmechanismen im Körper enorm antreibt, die Gelenke kaputt macht, die Gehirnzellen einschweißt, die Makuladegeneration macht, Herzerkrankungen, Gefäßerkrankungen, das sind alles Entzündungen. Dass man sich das in die Küche stellt, oder was das verursacht, ist ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn, allein vom Ökonomischen her gesehen. Hier, viele von euch kennen das Bild, es ist einfach, wenn jemand telefoniert mit dem Handy, sieht man die metabolischen Veränderungen im Gehirn. Bei einem Erwachsenen noch relativ wenig, noch ein bisschen machbar. Und je jünger die Person ist, weil die Schädeldecke eben einfach weniger ausgebildet ist, ist der Schaden wesentlich, wesentlich größer. Hier die Studie von Santini, das war eine schwedische Studie, aber veröffentlicht in Frankreich. Was man hier sieht, diese Achse hier ist die Entfernung von einem Handysendemast. Hier steht der Handysendemast
Und diese Säulen sind die Zahl der Erkrankten in einem Dorf. Also er hat praktisch in einem Dorf in Spanien, wo es noch keinen Handysendefunk gab, hat eine Intervention gemacht, bevor der Handysendemast aufgestellt wurde, und hat Fragebögen verteilt in der Bevölkerung. Und dann 6 Monate, nachdem der Handysendemast aufgebaut war und die Leute 6 Monate bestrahlt wurden, geguckt, wie geht's den Leuten jetzt. Und jede Säule hier ist eine Erhöhung von Symptomen von dem, wo sie vorher waren. Ja, und hier hier diese höheren Säulen, das ist, wenn man dicht am Handysendemasten wohnt, je weiter weg vom Handymasten, desto weniger Probleme gab es. Ich glaube, ich habe noch die Liste hier. Also Nummer 1 war die Müdigkeit tagsüber. Das ist diese Säule hier. Dann Schlafstörungen war Nummer 2. Und dann alles andere, was wir so an Symptomen kennen, war Nummer 3, 4, 5. Und wir wissen heute, dass diese Effekte nachweisbar sind bis zu 2 Kilometern weg vom Handysendemasten. Und verspreche, dass hier vielleicht 3 Leute im Raum sind, die mehr als 2 Kilometer weg wohnen vom nächsten Handysendemasten. Ja, ob ihr es wisst oder nicht, sind wir alle betroffen davon. Gut, es gibt also verschiedene Quellen davon. Hier nochmal eine Summation. Henry Lai ist Professor bei uns in Seattle, wo meine Praxis ist, und hat hier mal aufgelistet, was es inzwischen alles an Studien, an Nachweisen gibt, was der Handysendefunk uns antut. Alles von genetischen Veränderungen, Krebs, Verhalten, Nervensystem, Blut-Hirn-Schranke geht kaputt, kardiovaskuläre Probleme, Hormone gehen kaputt, das ganze Immunsystem und dann die ganzen reproduktiven Geschichten und dann das subjektive Empfinden von Stress. Für uns, so in meiner Praxis und meinem Umfeld, ist der Burnout oder ist das Endresultat von der Summation der Stressoren, der wir ausgesetzt sind. Und wir gehen davon aus, dass über 50% dieser Stressoren ist nicht die Ehefrau, sondern der Elektrosmog. Ja? Wir rationalisieren den Stress auf die Leute und auf unser Umfeld, auf den Arbeitsplatz, aber der wirkliche Stressor sind die schweigenden Dinge, die im Hintergrund wirken. Wir empfehlen unseren Patienten, mit einem silberbeschichteten Stoff so ein Moskitonetz übers Bett zu hängen. Dadurch reduziert man die Strahlendichte am Schlafplatz auf 1/10.000stel etwa von dem, was es vorher ist. Das heißt Swiss Shield. Wir haben einen wirklich tollen Kurs. Ich mache ein bisschen Schleichwerbung. In ein paar Wochen in der Nähe von Freiburg, wo wir die weltbesten Forscher zu diesem Thema zusammenbringen, für einen sehr billigen Kurs, der kostet, glaube ich, nur um die 100 Euro oder so, den ich sehr empfehle. Wir haben einen Stand draußen, INK, ja, wo ihr das nachschauen könnt. Das ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, aber es ist erstmalig, dass in Deutschland so ein Kurs angeboten wird, wo die ganzen Koryphäen aus der Welt mal alle zusammenkommen und jeder sein das Problem nochmal darstellt, aber auch die Lösungen, die wir haben. Und die Lösungen sind alle gut und alle machbar. Es geht jetzt über den Kurs hier raus, was es alles gibt, aber es ist einfach. Gut, nächster Punkt, die Vergiftung durch Insektizide und Pestizide. Das ist ein Riesenthema, aber ich möchte ein bisschen Licht reinwerfen. Wieder die beste Studie zu dem Thema, eine mexikanische Ärztin, die mit mir befreundet ist, hat diese Studie veröffentlicht. Die hat in Mexico City ist relativ verschmutzt und es gibt Mexico City ist umgeben von so vulkanischen Bergen, wo es noch sehr sauber ist drumherum. Und hat einfach eine Gruppe von Kindern genommen, die in den sauberen Bergen wohnt und da in die Schule geht und dann eine Schule in Mexico City. Und dann die Kinder gefragt, sie sollen mal eine Zeichnung machen von einer Person. Ja, hier sieht man eine typische Zeichnung von einem 4-jährigen Mädchen in der gesunden Gegend. Hier eine typische Zeichnung von einem Mädchen in Mexico City. Ja, da steht ja noch Heavy Pesticide Exposure. Ja, also da spritzt jeder seinen Garten, so wie in Deutschland auch, so die kleinkarierten Leute, jeder spritzt seinen Garten mit seinem Insektizid, damit seine Blumen größer oder schöner werden. Und hier der Vergleich mit den Jungs oder 5-jähriger Junge macht eine Zeichnung von einer Person. 5-jähriger Junge macht eine Zeichnung von einer Person. Man sieht, was mit dem Gehirn kaputt ist, oder man sieht es besser als von jeder Studie, die man sonst machen könnte.
Gut, ganz kurz, das Hauptthema Glyphosat. Glyphosat ist der chemische Name für Roundup. Roundup ist das hauptbenutzte Insektizid, sowohl in den deutschen Schrebergärten, Kleingärten, Vorgärten, aber auch Parkanlagen, öffentlichen Anlagen und auf den Feldern, oder? Atrazin ist das nächste Mittel. Glyphosat wird von der Firma Monsanto hergestellt, über die wir nicht viel Gutes zu sagen haben. Und dann wieder wichtig hier der Satz, der Schaden, der dadurch angerichtet wird, manifestiert langsam über die Zeit als Entzündung, die langsam das zelluläre System im ganzen Körper zerstört. Ja, also Insektizide zerfressen uns langsam, nicht schnell. Und der Hauptmechanismus ist Entzündung. Denkt dran, beim Elektrosmog, was war der Hauptmechanismus? Entzündung. Hier nochmal Entzündung. Ja, und für die Ärzte von euch hoffe ich, dass da ein Licht aufgeht, ja, warum wir diese Epidemie von entzündlichen Erkrankungen haben bei unseren Patienten. Gut, hier nochmal eine Kurve, das geht jetzt um Flammschutzmittel im Brustgewebe von schwedischen Frauen. Ja, da wurden einfach schwedische Frauen untersucht, wo man kleine Biopsien entnommen hat im Brustgewebe und sieht den Anstieg von Flammschutzmitteln im Brustgewebe von 1970 bis 1995. Ja, ihr seht auch hier eine ähnliche Kurve, die auch parallel geht mit den Kurven von Autismus und von neurologischen Erkrankungen. Hier eine Studie, wo ich selber beteiligt war, das sind 20 Frauen, wo wir die Brustmilch untersucht haben, das sind auch PBDEs, das sind auch Flammschutzmittel und haben einfach die Brustmilch untersucht. Und ihr seht, jede Säule hier ist eine von diesen Brustmilchen, der Gehalt von diesen sehr, sehr krebserregenden, neurotoxischen Flammschutzmitteln. Und ihr seht, dass ein paar von den Brustmilchen hier die Werte astronomisch hoch waren. Diese dicke Linie hier ist spannend, ja. Das ist die Linie, die von der amerikanischen Gesundheitsbehörde angegeben wird. Wenn eine Substanz mehr als diese Linie enthält, darf sie nicht über die Toilette entsorgt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Brustmilche dürften nicht in die Toilette gekippt werden. So toxisch waren die. Ja? Und es sind Brustmilche von gesunden Frauen mit zur Zeit damals noch gesunden Kinder. Inzwischen sind 2 diagnostiziert als autistisch und nicht verwunderbar sind es diese beiden Kinder. Gut, Phthalate sind die Plastikweichmacher, da wollte ich nur schauen, es gibt viel Literatur, auch in der Brustmilch riesig enthalten, Insulinresistenz verursacht dadurch. Wenn ihr aus einer Plastikflasche trinkt, dann ist ungefähr die Hälfte des Gewichtes der Plastikflasche sind Phthalate. Ja, und wenn die Plastik ein bisschen warm wird oder Sonnenlicht ausgesetzt ist, gehen die in Lösung und nehmen wir dann aus. Wir haben einen sehr schönen, einfachen Urintest dafür, den wir machen für die verschiedenen Giftstoffe, der erforderlich ist und auch preislich machbar ist für unsere Patienten. Gut, Ausleitung, wie leiten wir die aus? Gut, ich gehe mal gleich hier drauf ein, ich sage es einfach mal, das ist jetzt nicht der Kurs, wir haben an meinem Stand haben wir ein Protokollbuch, heißt einfach Dr. Klinghardt Protokolle oder so ist das Protokoll auch drin, aber ein ganz wesentlicher Teil ist die Eigenurintherapie und ich gehe mal ganz kurz drauf ein, homöopathisches Grundgesetz ist, wenn ich Quecksilber homöopathisch verdünnen, dann gibt es einen bestimmten Platz, wo die Verdünnung das Gegengift ist für das Quecksilber. Ja? Also wenn ich homöopathisch was verdünne, wird aus dem Gift das eigene Gegengift. Im Urin ist das Glyphosat von Monsanto enthalten und alle in geringen Mengen, alle Gifte, mit denen unser Körper im Moment zu tun hat. Und wenn wir den Urin homöopathisch verdünnen, gibt es eine bestimmte Verdünnung, wo der Urin das eigene Gegengift wird für die Gifte in uns. Ja, wir machen 1:5 Verdünnung und wir benutzen unseren Muskeltest auf eine bestimmte Art, um herauszufinden, welche Verdünnung ist die heilende Verdünnung. Und haben damit ganz, ganz dramatische Erfolge. Zusätzlich unterstützen wir die Entgiftungssysteme mit den Dingen, die in der Weltliteratur sind und haben
ein Programm dafür. Es gibt, das ist eine Firma, biopure.eu, die hat. Und zwar ist es einmal Hagebuttenextrakt, der muss gefriergetrocknet sein. Der enthält Vitamin C, aber auch ganz viele Pflanzenschutzstoffe. Und das Vitamin C in diesem Verbund von der Hagebutte ist 200 Mal bioaktiver als die normale Ascorbinsäure. 200 Mal bioaktiver. Ja, ihr könnt auch natürlich Hagebutten essen. Ihr müsst dieses pelzige Zeug rausnehmen. Ja. Und Hagebutten gibt es ja hier genug noch. Und das andere ist ein Stoff, der heißt die Purple. Das sind drei Substanzen, aber der wichtigste ist die deutsche Pflaume. Ja, gefriergetrocknet, wenn man diese ORAC-Werte anguckt, ist der Antioxidantienwert von verschiedenen Stoffen, hat die deutsche Pflaume hat den höchsten Wert, wesentlich höher als alles andere, was euch da vermarktet wirkt. Ja, Vitamin Apfelsinen kann man vergessen, Zitronen kann man vergessen. Die deutsche Pflaume ist Nummer eins in der Liste von der Weltliteratur, was die Antioxidantien angeht. Jetzt einschränkend muss man sagen, wenn die natürlich mit Glyphosat bespritzt wird, dann ändert sich da die Dinge. Gut, und dann Vitamin E, Glycin und Selen sind die drei Stoffe, die auch in der Literatur sind, die Insektizide ausleiten können. Insektizide sind verantwortlich, Pestizide, Insektizide sind verantwortlich für den Morbus Parkinson. Ja, das sind Organophosphate, blockieren die Acetylcholin, Esterase und alles andere kommt später. Ja, und deshalb ist die Ausleitung von Insektiziden für jeden von uns. Es gibt keinen von euch, wenn ich euren Urin testen würde, der kein Glyphosat im Urin hat. Ja, wir haben noch keine Person gefunden, die es nicht hat. Und deshalb ist diese Ausleitung ganz, ganz wichtig. Und MMS spielt eine Rolle dabei. Wir können mit MMS ein paar von den Substanzen oxidieren und unschädlicher machen. Aber in meiner Erfahrung reicht es nicht aus. Und wir machen das mit dem MMS so, wir geben MMS mit diesen kleinen Dosen einmal die Stunde bis nachmittags um 4 und ab 5 Uhr nachmittags fangen die Antioxidantien an. Es gibt da überhaupt kein Problem. Ich weiß, manche von euch haben verschiedene Meinungen, aber es gibt kein Problem, klinisch gesehen, Antioxidantien und Oxidantien miteinander sinnvoll zu verbinden. Die dürfen nur nicht zeitgleich gegeben werden. Ja, da gibt es viel Mythologie noch und viel Meinungen, aber ich spreche von der klinischen Seite, wir haben 10 Jahre Erfahrung damit. MMS funktioniert super, wenn man die Antioxidantien nicht zeitgleich gibt, aber doch am gleichen Tag. Und gut, jetzt die Vergiftung mit Aluminium und da habe ich sehr viel zu sagen. Ich muss mal auf die Uhr gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Wie lange habe ich noch? 10 Minuten? Okay. 15 Minuten, gut. Also ganz wichtig, hier ist eine Studie, ich muss jetzt ein paar Sachen überschauen, wie die zeigt. Es gibt einen dramatischen synergistischen Effekt zwischen Spuren von Quecksilber, die jeder von euch hat, und geringen Mengen von Aluminium. Wenn man das kombiniert, ist diese Kurve hier, sind nach 24 Stunden alle Hirnzellen tot. Ja, also wenn ich Hirnzellen umbringen will, kombiniere ich kleine Mengen Quecksilber, die jeder heute hat, mit Aluminium. Und dann auf diesem Hintergrund, oder wir wissen, dass Aluminium eine Riesenrolle spielt beim Morbus Alzheimer und die Entgiftung von Aluminium eine Riesenrolle spielt dabei. Wir wissen, dass Aluminium in den Impfstoffen heute ist. Hier ist mal eine tolle Studie, die zeigt, dass das Aluminium aus den Impfstoffen macht Chronic Cognitive Dysfunction. Es macht euer Gehirn kaputt und ist in der Literatur, in einer der besten schulmedizinischen wissenschaftlichen Zeitschriften. Ja, und Impfstoffe müssen verboten sein, ja, wenn da die gleichen Gesetze angewendet werden, die sonst in der pharmazeutischen Industrie. Und es gibt hier unten nochmal ein schöner Artikel, die Rolle von Aluminium aus den Impfstoffen beim chronischen Müdigkeitssyndrom, oder? Ist da auch mal was? Chronisches Müdigkeitssyndrom als Langzeitendwirkung von Impfungen, die ihr vor 30, 40 Jahren hattet. Hier
mal eine schöne Studie von 2013, also erst ein paar Monate alt, die zeigt, dass Impfstoffe, dass die Adjuvantien in den Impfstoffen verursachen Autoimmunerkrankungen und hier wieder Entzündungen. Ja, ist doch toll, oder? Wenn ich jemandem eine Autoimmunerkrankung geben will oder Entzündung später im Leben, impfen ist eine gute Idee. Ich bin jetzt kein ausgesprochener Impfgegner. Ich sage nur, dass die Art, wie die Impfstoffe hergestellt werden, billig für Massengebrauch hergestellt werden, ist nicht der richtige Weg. Und dann hier nochmal eine Studie. Okay, da habe ich geguckt, okay, diese Aluminiumzusätze, wie sind die denn untersucht worden, ob die überhaupt ungefährlich sind? Und diese Studie hier zeigt, es gibt keine einzige Studie, die zeigt, dass sie ungefährlich sind. Gibt es nicht. Ist nie untersucht worden. Man hat es einfach empirisch dazugesetzt und ja, funktioniert besser. Gut, ich überspringe mal ein paar Sachen. Ganz neu für mich ist die Apherese, ist eine neue Methode, den Körper zu entgiften. Da wird IV-Blut abgenommen, kommt durch ein Filtersystem und wieder zugegeben und wird für ein paar Stunden, werden Giftstoffe aus dem Blut gefiltert. Das ist nur an einem Ort in der Welt, in Kam in Niederbayern. Und was rauskommt, ist so ein kleiner Sack mit so einer dreckigen Brühe. Sieht aus wie der Hund hat was nach Haus gebracht. Und da sind alle Toxine drin und das kann man super untersuchen. Und was wir da gefunden haben, war erschreckend, dass die größte Menge an Giften, die wir haben, ist Aluminium, Barium und Strontium. Wesentlich mehr als alle anderen Stoffe. Und dann hier nochmal, hier sieht man mal im Vergleich, oder? Aluminium 120 Mikrogramm pro Liter, Blei 0,9, Cadmium 0,2. Dieser Unterschied, Aluminium um das 140-fache mehr als der nächste Giftstoff. Und wo kommt das Aluminium her? Die Impfstoffe haben nicht ausgereicht als Erklärung. Ja? Und ein paar schöne Bilder, oder? Was wird da versprüht da oben? Oder ist ja untersucht worden? Das ist Aluminium und Barium, Strontium, Titanat und Fluorid, das sind so die Hauptinhaltsstoffe. Hier der Himmel über Berlin vor einem Jahr. Toll, oder? Und hier ein Angriff auf einen bekannten Aktivisten in den USA, also wo direkt über seinem Haus, der lebt allein im Wald, wo direkt über seinem Haus, das ist von der Satellitenausnahme, direkt über seinem Haus gespritzt wird, um ihn krank zu machen und stillzulegen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Hier, oder? Das Argument, das sind doch Linienflüge, einfach wo das im Flug, das ist einfach vom Flugzeugbenzin, oder? Hier der Himmel über Berlin oder der Pilot, Linienflug oder, oh, hat mich geirrt in der Richtung und dreht sich um. 5 Minuten später ein anderer Pilot, oh, hat mich geirrt, oh, na, ich muss doch hier, oder? Sind es Linienflüge? Ich lasse es bei euch. Hier von einem befreundeten Ingenieur, der ich wohne nebenan von Boeing, oder? Hier sind die Tanks, mit denen das Zeug verspritzt wird. Gut, Aufnahmen vom Regen. Hier, ich habe nur Messungen, die wir aus den USA haben. Hier oben mal der 0,5 Mikrogramm pro Liter Luft ist der akzeptable Oberwert. Hier nach dem Besprayen vom Himmel 1010, 2190, 3450. Hier, das ist eine 7000-fache Erhöhung gegenüber dem, was erlaubt ist für unsere Gesundheit. Und dann haben wir natürlich dann auch den Boden untersucht. Okay, wenn das Zeug runterrieselt, muss es auch im Boden sein. Und kriegen einfach Riesenwerte von Aluminium in der Erde und im Gras gegenüber den Normalwerten. Das sind Erhöhungen gegenüber den Werten, die als normal angegeben werden. Das ist ganz Deutschland im Moment, ganz Südengland, Norwegen, Schweden. Deutschland sind am meisten betroffen davon. Also das Programm, was da abgezogen ist, wahnsinnig, soll offensichtlich dazu da sein, die Sonne abzuschirmen, so eine Art Hitzeschild gegenüber der Sonne, aber dass damit alles vergiftet und zerstört wird. Und dann hat natürlich die gleiche Firma, die den Stoff herstellt, die ich hier nicht erwähnen darf, hat Studien gemacht, was passiert denn in uns, wenn wir das Zeug einatmen. Aluminium-Nanopartikeln lösen Entzündungen aus, in allen Gefäßen, in allen Geweben, in allen Nerven.
gut, mach die Blut-Hirn-Schranke kaputt und mach die Mitochondrien kaputt. Ja? Für uns, die Mitochondrien-Erkrankungen sind fast alle ausgelöst durch Aluminium. Und hier zeige ich noch ein schönes Bild. Das ist ein Labor in England, wo man das untersuchen lassen kann. Haben wir bei dem einen Patienten, den wir hier hatten, Aluminium gefunden in den Mitochondrien. Ja, das geht also bis in die Mitochondrien rein. Gut, wie entgiftet man es? Gut, wir haben verschiedene Entgiftungsprogramme, die könnt ihr dann in unserem Protokollbuch nachlesen. Wir benutzen natürliche Sachen. Am wichtigsten ist die Therapie mit Silikaten. Und da ist dieser Horsetail-Tier, ich habe leider wieder vergessen, wie der auf Deutsch heißt, Equisetum, wie heißt das? Nee, ich glaube Schöllkraut. Ich glaube, oder Equisetum ist Schöllkraut. Schachtelhalm. Ackerschachtelhalm. Okay, Ackerschachtelhalm. Ja. Wie gesagt, wir haben in den USA unsere eigenen Quellen, wo wir das herbekommen. Aber ihr könnt euch da informieren. Es muss organisch gebundenes Silikat sein. Das ist die Ausleitung und der Schutz davor. Und wir haben draußen bei BioPure haben wir die Zusatzmittel, die wir dazu geben. Für mich, was Gesundheit angeht, ist es der wichtigste Aspekt unserer Gesundheit, weil wir massiv jeden Tag attackiert werden. Es gibt ja keinen normalen Himmel mehr hier in Deutschland. Und das Einatmen von Aluminium, die Lunge ist keine Barriere für das Aluminium. Es wird vollständig aufgenommen. Ich weiß, hier ist meine eigene Studie über Koriander. Jetzt wollte ich am Schluss noch ein bisschen was sagen über Parasiten, oder? Gut, einmal schöner Artikel hier, ja, dass Würmer machen uns dumm. Schon von den 30er Jahren Artikel in der Literatur. Hier eine Studie, die zeigt, dass es in ganzen westlichen Ländern inzwischen alle Parasiten gibt, die es früher nur in Afrika gab, gibt es heute alle hier. Hier war ein Artikel, dass der Schweinebandwurm auch bei Juden in New York gefunden wurde, die nie Schweinefleisch essen. Es gibt andere Transmissionswege heute. Hier ein Patient von mir, diagnostiziert mit einem Lungentumor. Dann haben wir einen Abstrich machen lassen, das hat dann der Arzt veröffentlicht und fanden diese Kreatur in dem Tumor, also in dem Schleim, den der rausgespuckt hat. Und dann wurde es auch veröffentlicht, dass der Strongyloides täuscht einen malignen Tumor vor in einem kein AIDS-Patient, sondern ein völlig gesunder Patient, der diesen Parasiten auf der Lunge bekam. Und natürlich dann geheilt wurde, einfach mit Albendazol. Gut, welche Parasiten muss ich jetzt überspringen? Ganz wichtig wollte ich noch sagen, dieser neue Parasit, der heißt Rope Parasite, nennen wir ihn. Dr. Gubarev aus Russland hat da die Studien dazu gemacht. Und ich weiß, aus Zeitgründen muss ich jetzt ein bisschen drüber gehen. Also Leute bringen uns dann diese Fotos und unsere Hauptbehandlung ist, ja, Hauptbehandlung sind die Einläufe mit MMS. Wobei wir Alternativen haben, sind die Gubarev-Protokolle, die sind in dem Protokollbuch alle mit drin. Aber den Teil, den ich unbedingt noch loswerden will, ist der, ich mache einfach hier den Teil. Aus der Biologie gibt es fantastische Studien, die zeigen, dass Parasiten treten nur in Tieren auf, die umweltvergiftet sind. Parasiten erscheinen in der Natur nicht in Tieren, wo das Bindegewebe sauber ist, sondern nur in Tieren, deren Bindegewebe verschmutzt ist durch Schwermetalle und durch Insektizide. Deshalb mein erster Teil zu diesem Thema. Und hier direkt übersetzt aus dem Test, Parasiten wirken als Sammelbecken für Umweltgifte in ihrem Gastgeber. Und dann noch weiter, einige Parasiten sind fähig, die Umweltgifte in den Geweben des Gastgebers zu reduzieren. Das heißt, der Parasit ist nicht wirklich ein Parasit, sondern ein symbiotisches Ereignis, das uns das Leben überhaupt möglich macht. Zweiter Artikel hier wird geschaut, ja, wie viel Mal konzentriert denn der Parasit
diese Giftstoffe. Hier mal bei Blei, ja, verdichtet der Parasit um das 106-fache die Bleimenge, die im Gastgeber ist. Ja, extrahiert aus dem Gastgeber das Blei, bindet es in sich. Und ich nenne das, wie gesagt, eine ungünstige Partnerschaft. Es ist eine Art von Partnerschaft oder Symbiose, aber ungünstig, weil der Parasit gibt Biotoxine an uns ab. Und dann noch ein anderer Artikel hier. Hier, der zeigt hier, dass zum Beispiel hier in diesem Parasiten Blei um das 289-fache verdichtet wird im Parasiten gegenüber den Geweben vom Gastgeber. Das heißt, der Gastgeber überlebt überhaupt nur die Bleivergiftung in seinem Umfeld, weil er den Parasiten hat. Gut, und hier ist meine eigene Studie. Wir haben also diesen Parasiten bei verschiedenen Patienten, wir haben verschiedene von diesen Parasiten gesammelt und dann durch die Mühle gedreht und dann geschaut, wie viel Blei und Aluminium ist da drin. Und dann gibt es so eine Kalkulation, wenn man Haaranalyse, Gewebeanalyse, Blutanalyse, Stuhlanalyse für Schwermetalle bei einem Patienten macht, kann man die Körperlast kalkulieren. Ja, und wir haben ausgerechnet, dass das Aluminium um 228-fache verdichtet wird in diesen Parasiten. Und jetzt das Letzte, was ich sagen will, ist, jetzt meine, ich weiß, meine Zeit ist um, wenn wir Leute mit MMS behandeln, ist es mir ein Anliegen, wenn wir das MMS oral einnehmen und haben viele Parasiten, stirbt der Parasit im Gewebe, im Darm und löst sich auf. Und was passiert dann mit den Schwermetallen? Oder? Die werden freigesetzt. Und wenn wir MMS oral verwenden, geben wir immer hinterher, eine halbe Stunde hinterher, immer starke Bindemittel. Könnt ihr bei BioPure erfragen, was wir da nehmen. Wir nehmen Chlorella, wir nehmen eine ganz bestimmte Form von Zeolit und wir haben noch verschiedene andere Substanzen, die dann diese Schwermetalle sofort binden. Und die Fälle, wo Leute MMS genommen haben und werden todkrank hinterher, sind fast immer die Fälle, wo so viele Giftstoffe freigesetzt werden hinterher, die dann nicht gebunden sind, weil das von unseren MMS-Leuten übersehen wurde, ja, dieser Teil. Und deshalb gehen wir davon aus, dass wenn mit MMS begonnen wird, sollte erstmal rektal begonnen werden. Die Bilder, die ich gezeigt habe, waren alles die Resultate von den Einläufen. Da kommt der Wurm als Ganzes raus oder ganze Bestandteile von den Würmern raus, ohne dass sie sich auflösen, ohne dass sie ihre Toxine abgeben, die sie gespeichert haben. Ja, das ist gut, ist die Botschaft angekommen. Ja, also. Wenn man sich anhört, die Studien und die, die Herkunft der Studien, also Studien, die ja aus dem klassischen schulmedizinischen Bereich, die du hier präsentiert hast, sich ansieht, dann ist man eigentlich umso sprachloser, ob dessen, was hier weltweit passiert, auch das, was wir vorhin schon festgestellt haben, was hier brillant vorgetragen wurde, die Kenntnis über all die Probleme sind da, aber Konsequenzen? Ja, ich meine, ein Problem ist natürlich, dass wir Ärzte werden hauptsächlich informiert durch die Zeitschriften, die von der Ärztekammer oder von den gleichen Interessengruppen eigentlich hergestellt werden für uns, sodass die Information, die selektiert wird für uns, alles ausgrenzt, was bereits in der Wissenschaft bekannt ist, wird uns ja gar nicht weitergegeben, sondern wir kriegen nur die Information über patentierte Medikamente, patentierbare Medikamente, wie wir die verschreiben sollen, sodass die Illusion entsteht, dass Medizin ist das Verschreiben von patentierten Medikamenten, oder? Und wir Ärzte natürlich durch diesen enormen Zeitdruck und die Verantwortung, die wir haben, gar keine Zeit haben, uns rechts und links zu schauen. Und wenige von uns nehmen sich den Luxus raus, oder ich spiele nicht Golf und ich fahre kaum ans Meer, oder ich lese halt. Ja, das ist eben ein anderer Arzt. Ich würde gerne noch ganz kurz
auf einen Teil zurückkommen, den du ganz am Anfang angesprochen hast, die Epigenetik und das, was wir sicherlich hier bedingt eben auch, du hast die Weltkriege angesprochen, als eine ganz dramatische Bürde, ich sag mal ganz allgemein in Europa. Es ist ja sicherlich ein deutsches Phänomen, aber das, was die Russen erlebt haben, was die Polen erlebt haben, all das zusammen gilt ja insbesondere hier für den europäischen Bereich. Jetzt können wir ja nicht abwarten, also vielleicht müssen wir es, ob die siebte Generation dann wirklich zum Löschen beiträgt, wie du die Bibel zitiert hast. Welche Chancen, welche Möglichkeiten haben wir denn, früher einzugreifen? Also gibt es wirklich Programme, solche Dinge zu löschen, oder muss man das wirklich fatalistisch hinnehmen? Wir haben also inzwischen sehr gute Beweise. Durch die Aufstellungsarbeit nach Bert Hellinger können wir ganz, ganz viel von diesen transgenerationsüberschreitenden Konflikten so lösen, dass sich das ausdrückt in der Epigenetik von unseren Patienten, dass die sich wieder spontan korrigiert. Wie das funktioniert, klingt ein bisschen wie Magie. Ja, wir gehen zurück in die Zeit, wir machen Aufstellungsarbeit, wir machen im kleinen Kreis von Therapeuten oder Anwesenden therapeutische Arbeit zu einem Zeitpunkt von vielleicht vor 60 Jahren oder 80 Jahren und sehen in den nächsten Wochen und Monaten, dass sich bei unseren Patienten die Epigenetik wieder korrigiert, so als wäre nie was passiert. Das möchte ich dazu aber sagen, dass natürlich im Moment die epigenetischen Schäden durch die Umweltgifte und durch den Elektrosmog so massiv sind, dass der Zweite Weltkrieg und der Erste Weltkrieg fast aussieht wie ein Spaziergang im Wald. Ja, so dass ich düster sehe, was die epigenetischen Schäden von unseren Kindern und Enkelkindern angeht, dass also die Zukunft der Menschheit im Moment enorm bedroht ist und dass wir natürlich massive Lösungen brauchen, wie zum Beispiel das Chlordioxid anbietet, ja, dass wir da reduzieren, wo wir reduzieren können. Wir fangen immer beim Elektrosmog an und mit den Einläufen mit Chlordioxid, um einfach mal massiv einen Rundschlag zu machen und Dinge abzubauen. Aufzuräumen, ja. Also ich meine, was hier deutlich wird, die Formulierung ist ja schon heftig, und du sagst, die Erste und Zweite Weltkrieg mit irgendwie um die Größenordnung 50 Millionen Toten und den entsprechenden Traumata, die da dranhängen, ist ein Waldspaziergang gegen das, was heute angerichtet wird. Die unglaubliche Dimension von Verantwortungslosigkeit unserer sogenannten Verantwortung tragenden Politikdarsteller, das ist etwas, was nach deinem Vortrag nochmal so wirklich deutlich wird. Und es ist ein echter Sisyphus-Kampf, den man hier antreten muss, um da noch irgendwie, ich sag mal, Land zu sehen. Ja, es ist vielleicht auch wichtig zu sagen in dem Zusammenhang, dass der nächste Schritt der Evolution völlig klar ist. Ihr habt Jims Geschichte gehört, oder wir Einzelkämpfer können alle über Nacht enthauptet werden, oder? Und der Wechsel, der notwendig wird in der Zukunft, muss von der ganzen Bevölkerung herkommen. Ja, wir können Aufklärungsarbeit machen. Ist das, was Ali ganz am Anfang von dem Ich zum Wir angesprochen hat und das, was auch heute in den Vorträgen schon angesprochen wurde, als die Bedeutung eben des Feldes, das wir gemeinsam besetzen können. Und deswegen sind solche Kongresse und solche Tagungen wichtig. Es sind aber auch solche Forscher und solche Forschungsarbeit wichtig. Und insofern sage ich ein ganz herzliches Dankeschön, Dr. Dietrich Klinghardt.